das gilt dir Thema ist, hier ist Bomb ist defused im Start. Ja, genau. Better Call Bomb has been defused. Geht weiter. Genau, an einem Samstag, weil ich das gestern nicht mehr geschafft habe, an alle Leute, die E-Mails eingesendet haben und die das nicht richtig gemacht haben, bitte schickt euch nicht diese Sache mit den Steam Run Game Gedönse, denn diese Demos werden nach einer guten Woche gelöscht und ich krieg ja nicht so viele Demos, die ich eingeschickt kriege, aber die Chance ist niedrig, dass ich genau in der Woche, in der es sendet, auch ich die Demo mir angucken werde, ja. Dementsprechend lade es bitte auf diesen ganzen File-Sharing-Seiten hoch, wie Mediafire, Upload, CP-Share, da gibt's ja 3000 Seiten, von mir ist auch in der Google Cloud oder sowas. Hauptsache, dass es halt längerfristig liegen bleibt auf irgendeinem Server und ich mir das runterladen kann. Das hat mich zum Beispiel der Reichsboon, so heißt sein Clan anscheinend, Yolumir gemacht, oder sein Clan-Tag hat er jedenfalls dafür drinne. Und er ist ein Primate mit Schleckma, er ist in der Demo Master Guard 1 gewesen, Schleckma Master Guard Elite. Und er hat sehr viele Fragen gehabt. Zuerst mal, am Anfang dieses Formates war es noch recht ungeplant, da habe ich alles, was mir aufgefallen ist, angesprochen. War es auch immer so, dass das Video eine halbe Stunde ging. Deswegen habe ich mich auf 3 Runden reduziert. Du hast ungefähr 4 Runden angegeben, wobei es waren Runde 2, 7, 14 und 22, wobei ich sagen muss, dass 2 und 7 halt Ekos sind, wo ich nicht spezifisch dir auf die Frage, die du dazu hattest, antworten kann, denn wir wissen, man ist schlau, wenn man als T generell zu rotieren, ja, aufgrund der Frags, die vielleicht gefallen sind, ob die Bombe down ist, also irgendwo rumliegt oder sowas. Also er will halt einfach wissen, wann lohnt es sich überhaupt zu rotieren, was muss ich mir denn im Kopf Gedanken machen, um zu wissen, ja, vielleicht ist es so und so. Und das wollte er wissen, dann soll ich dazu sagen, wie ich sein Movement finde, das werde ich darauf jetzt auch sicherlich eingehen und ja. Die 5 kann ich dir dann so am Ende beantworten. Da habe ich jetzt gar nichts spezifisch, was ich dir zeigen könnte. Ja, genau. Und das, weil ich nicht zwingend erwähnen soll, erwähne ich auch nicht zwingend. So, wir gucken uns erstmal Runde 2 an, denn das ist die erste Runde, die ich mir jetzt angucken will. Und danach sehen wir uns in Runde 14 und dann 22, aber erstmal die 2. Let's go. So, genau. Man sieht jetzt, die habe nicht so viel Geld. Ja. Da wurde nicht so viel gekauft, wozu ich jetzt auch gleich direkt Pause machen muss. Genau, da kann ich dir direkt die 5 beantworten. Seine 5. Frage war, sind Eco-Rush sinnvoll oder sollte man eher auf eine sichere Bomb-Plan spielen mit Lurking etc.? Und das kommt drauf an, was man halt kauft, ja. Du siehst, du mit der PS50, der Rest Glock, ja, ihr hattet Geld gehabt, effektiv von, ja, der Void Rate 1600, du hattest 2350, das ist halt nicht viel Geld, ja. Ihr habt maximal Pistol und die meisten von euch haben euch, außer du, haben halt nicht mal eine Pistol gekauft, weil die so wenig Geld haben, damit sie in der nächsten Runde auf alle Fälle effektiv kaufen können plus Granaten. Und dort muss ich sagen, lohnt es sich einfach drauf zu ballern auf dem Spot und auf Masse zu spielen, ja. Das ist einer der Punkte, zum Beispiel, auf die ich achte, um auf Masse zu spielen, ja. Das heißt, einfach draufrennen, 5 Glocks regeln schon mindestens 2 Leute und das ist schon mal gut und man kriegt vielleicht den Bombplan durch, ja. Diese Sache, die du meinst, dieses vorsichtige in Eco spielen, Lurking, sollte man nur machen, wenn wirklich auch jeder eine Pistol kaufen kann. Das ist so das erste Kriterium, wo ich sagen würde, okay, das lohnt sich, wenn alle P250 haben oder 3 P250, 2 CZ oder Tech-9 oder eine Deagle. Also wenn wirklich effektiv Pistols gekauft wurden, dann ist das so ein Kriterium, worauf ich sagen würde, da kann man mal auf Lurking spielen. Und es kommt viel Gegner an. Das ist aber der viel wichtigere Punkt irgendwie. Und zwar, wenn du weißt, du merkst ja, wenn du die erste Eco spielst oder so, dann merkst du ja schon vielleicht, ja, die sind ein bisschen aggressiver oder so. Gut, das ist jetzt in der 2. Runde, da ist es sehr schwierig, aber zum Beispiel in der 7. Runde, wo ihr einen Eco hattet oder noch öfters in den Spielen Eco hattet, merkt ihr, sind das aggressive CTs? Sind das CTs, die schnell ausschließen wollen? CTs, die schnell Raum machen wollen? Es gibt ja Leute, das ist mein Playstyle, die sehr Def spielen, sehr auf damit, also Positionen spielen wollen, die nicht mit denen sie nicht rechnen. Es gibt Leute, die einfach aimstark sind und fangen an auszuschließen. Das heißt, die rennen halt gnadenlos, rennen die bei Mirage hier auf dem B-Spot, auf dem Van, werfen eine Flash ins Haus rein und ballern mit der Flash sofort Haus durch, um dann ansagen zu können, hier Jungs, B-Haus ist keiner oder B-Haus ist ein Frag gefallen, der Rest wird Richtung Mitte oder A stehen. Und wenn du solche Leute hast, die sehr aggressiv spielen als CT, dann lohnt es sich, gelurkt zu lurken. Das heißt wirklich dazu warten, wann kommt einer rum und damit der Pistol 50 den umzunatzen, ja. Aber sollten sie Def spielen und ihr kein Geld für Pistols haben, lass es einfach mit 5 Glocks auf oder mit der Pistol, die du jetzt hast, mit der Pistol 50 und den 4 Glocks, einfach auf den Spotball und das macht ihr auch, glaube ich. Genau. Wie gesagt, das ist mein Tipp, ja. Also, kann sein, dass andere, als anders spielt, aber das ist so bisher meine Erfahrung. Counter-Strike gibt's ja kein Allheilmittel für jede Runde. Counter-Strike ist ja viel wirklich Erfahrungssache. Aber darauf komme ich noch zu sprechen, denke ich.
Das ist jetzt ziemlich gut, ne? Du ziehst da jetzt Frax, den einen habt ihr low, der wird jetzt auch von deinem Void Ray gepackt. Kurz Pause. Wir haben mit 2 gegen 3 Situationen. Void Ray 22 hat noch seine HE Doppelflash Smoke. Gut, der hat gekauft. Das habe ich eben nicht gesehen, dass er sich Granaten gekauft hat. Du mit der Bombe. Und jetzt ist eine Sache, die mir ist mir aufgefallen. Ich lass mal weiterlaufen. Sonst sieht man das, glaube ich, nicht. Stopp. Wir sehen die beiden Smokes, die jetzt hier liegen. Wenn man das jetzt mal so. Genau. So. Wir haben einmal hier die Smoke bei Kerrigan oder CT. Und einmal haben wir die Smoke Richtung Jungle und Stairs bzw. Tower. Das ist die hier. Ja. Das sind so Indizien, wo ich sagen würde, okay, die Wahrscheinlichkeit ist niedrig, dass jetzt einer, okay, die Smoke hat da hinten seine Lücke, aber man würde sagen, die Wahrscheinlichkeit ist niedrig, dass einer durch, wenigstens durch die Jungle, Stairs Tower, also ich nenne es, ich meine hier was, auf da, wo der steht, ja, das nennt sie das Stairs. Wir nennen das Tower, aber offiziell der Callout Stairs, deswegen wundert euch nicht, wenn ich Tower sage, noch öfters, das Ding, ich meine mit Tower halt die Stairs, so, genau. Erstmal das Ding wegmachen, so. Ja, da ist die Wahrscheinlichkeit niedrig, dass da einer durchpusht. Deswegen wäre mein Fokus, dass ich hier langlaufen würde. Wo bist du? Da bist du. Ich würde hier langlaufen, Richtung der Smoke. Ja, und würde versuchen, sehr nah am Tower zu bleiben, damit mich da oben der Tower-Spieler halt einfach nicht sieht und ich vielleicht die CT sicher machen kann, weil du siehst die Lücke. Siehst du ja hier auch, sieht man ja, ja. Und wenn ich merke, CT kommt nicht, dann würde ich meinen Fokus auf Tower legen, aufgrund der Smoke, die hier liegt. Und das ist ja auch so, du seht ja, da oben ist einer auf Tower, weil der kann durch die Smoke nichts sehen am Jungle und muss hochgehen. Ja, und der wird jetzt noch öfters lurken und da schießt er schon. Void Ray sieht rum, verreckt natürlich, du willst den Blend durch. Das ist jetzt ja noch nicht mal irgendwie schlecht, ja. Ich habe die hinter dir, wo ich mir es zum ersten Mal angeguckt habe, habe ich auch nicht gehört. Hier den Sparkles Fanboy, den Ulusia, den habe ich auch nicht gehört. Und deswegen gar nicht so schlecht, dass du einen Blend durchbringen willst. Hättest vielleicht, du hast die Smoke jetzt in der Hand, hättest vielleicht smoken können, aber das sind so Kleinigkeiten. Ist nicht schlimm, war trotzdem eine halbwegs gute Ego, hab 2 Waffen gezogen, letztendlich die 2 Leute müssen wieder kaufen. Und ja, dass der Blend nicht durchging, ist okay. Für der Rush hat einfach an sich zu lange gedauert, es hat zu lange gedauert, bis der Spot richtig sicher gemacht wurde, bis ihr eine Aktion durchgeführt habt. Ihr habt sehr lange am Tetris Action oder T-Ramp, also das heißt eigentlich Action, aber es wird manchmal T-Ramp genannt, rumgepimmelt so, um das wirklich fies auszudrücken. Dementsprechend konnten die CT sehr, sehr schnell hinten auch zumachen, rotieren, Mitte zumachen, alles etc. Ja. Hättet ihr das ein bisschen schneller geschafft, wäre der Plan nur durchgegangen, aber sonst war die Eco an sich nicht wirklich ganz schlecht gespielt. Die Kleinigkeiten habe ich ja gerade erklärt, vom Bewegungsablauf her, wie du da, was du für einen Gedanken haben solltest, normalerweise, so, genau, jetzt wirst du getötet, sieht man auch, und wir sehen uns dann in, Runde 14, habe ich ja gesagt, ja, ich glaube Runde 14, also gleich in Runde 14, so, willkommen bei Runde 14, genau, ich habe dir eine Buy-Round, das ist sehr schön, weil, wie gesagt, die zwei, Runde 2 und 7 waren bei euch beides Ecos, wo ich jetzt nicht darauf eingehen soll oder konnte, was du spezifisch fragen wolltest mich, wann lohnt es sich zu rotieren? Die Runde hier, ich sag's im Voraus, Spoiler-Alert, holt ihr auf alle Fälle, aber, ja, trotzdem, warst du sichtlich überfordert, was du jetzt eigentlich machen sollst. Soll ich B gehen? Soll ich zurückgehen? B zurück. Und man muss jetzt langsam, ich werde jetzt euch zeigen, wo die Leute fallen und was euch das sagen soll. Wie gesagt, er hat nur Schleckma als Remake gehabt, der Rest waren Randoms. Nach dem ersten Schleckma mache ich direkt mal Pause, damit ihr Bescheid wisst. So, das hat man jetzt ja gesehen. Unser Sparkles Boy ist ein aggressiver CT, der will's wissen. Der ist runter sofort in Weinkeller oder und Tunnel, eigentlich heißt es Tunnel, Weinkeller. Wie heißt der deutsche Caller? In Weinkeller. In Tunnel, Entschuldigung. Er ist in den Tunnel gepusht. Hat den ersten Frag gezogen. GGN. Dein Premier schlägt mal. Der, klar. Der sagt an. Xeno geht direkt auf Refrag. Nochmal Stopp. Da ist mich noch einer gestorben. Lass mal weg hier. Damien. Der war hier. Der hat den Mittelspieler hier getötet. Ich habe den nämlich eben gesehen. Hier den Hasgiajm. Chinesische Zeichen. Ja, der ist mich hier hingerannt. Und das hat sich der Damien aus dem Connector geholt. Xenon geht auf Refrag, kriegt Ulusia. Jetzt habt ihr eine 3 gegen 4 Situation. Void Ray will auf Refrag in die Mitte gegen Damien. Mal gucken, ob das was wird. Man weiß es nicht. Da hört man die Glock. Jetzt muss ich mal gucken. Ach, der Void Ray hat eine AWP. Ich war gerade unschlüssig, ja. Ob der Void Ray jetzt mit war. Damien hat eine Piste geholt. Und dafür geht jetzt aber Xenon auf Refrag, was Xenon letztendlich gut spielt. Wallhack activated oder was? Gerade bei TM, der macht Spaß. War kein Wallhack. Und das sind, man sieht, das sind sehr aggressive CTs. Da kommt schon der nächste
geballert von Action und du bist so ein bisschen überfordert, ja, du weißt nicht so, was soll ich machen, B, nicht B, deswegen war gar nicht so doof, dass du jetzt erstmal bei Xeno bleibst, weil ihr seid zu zweit, ihr spielt gegen drei Leute, ja, trotzdem vom Positioning, meine Empfehlung, hättest du weiterhin wirklich noch hier, drehen wir mal, wirklich dich hier hinstellen können, hier, ja, und jetzt trotzdem noch Richtung B und Richtung Tunnel gucken können von der Stelle, weil beide in eine Richtung gucken ist doof und außerdem sieht man es jetzt, so Blocks sind sogar ganz kurz. Xeno hat jetzt schön Frags gezogen, jetzt hat er eine 2 gegen 2 Situation, alles ist offen. Bei einer 2 gegen 2 Situation gibt es nur zwei Möglichkeiten, was die Gegner jetzt spielen könnten. Sie spielen ein 1 gegen I, also einer A, einer B, ja. Also ich rede jetzt von den größten Wahrscheinlichkeiten. Einer A, einer B oder zwei Leute auf dem Spot. Beide sind jetzt nicht so bekannt. Und man sieht auch schon, wie die Verteilung ist. TM will halt, ist anscheinend in der Mitte, will euch refracken. Das heißt, ihr werdet gleich Kontakt haben, wisst, wo TM ist. Und der Danion, ja, der ist auf dem B-Spot. Jetzt werden wir mal weiterlaufen lassen. Ja. Man hört hinter euch Steps. Also ich habe TM gerade hinter euch gehört. Man hat ihn hier steppen gehört und der, das ist wie gesagt, Soundeinstellung ist wichtig. Stell bitte den Sound richtig ein, wenn du nicht gehört hast, weil dieser Sound, allein diese Steps, hätten jetzt dafür gesorgt, dass ihr die Runde komplett anders gespielt hättet. Weil ich hätte jetzt den gehört in der Mitte, hätte gesagt, okay, einer Mitte, lasst über Weinkeller nach A gehen, was ihr rein zufällig, vielleicht hast du noch gehört, aber was ihr rein zufällig auch macht, weil ich würde davon ausgehen, okay, einer A und einer B eigentlich. Okay, der eine ist anscheinend nicht auf einer der Spots, sondern Mitte und macht hinten Mitte komplett zu, ja, da hat man so ein bisschen, dann sollte man, oder dann habe ich das Gefühl, wenn einer hinten Mitte zumacht anscheinend, der will ja, dass wir B gehen oder zu ihm in die Richtung laufen, wirklich, entweder zu ihm oder B, weil Weinkeller, ja, ist so der, das, sag ich mal, das Entfernste, was man eigentlich denken würde, weil man denkt, auch der B-Spot ist gerade am nächsten, also renne ich auf den B-Spot und ist eh eine 2 gegen 1 Situation, wenn er auf dem Spot steht, aber wenn hinten einer Mitte zumacht, würde ich echt davon ausgehen, der andere steht wirklich, ja, auf B und der ist, wie man sieht, der Daniel ist B kurz und deswegen macht er das, ich weiß nicht, ob das aufgrund des Sounds wirklich gemacht hat, aber was sehr schlau ist und die geht wirklich durch den Weinkeller. Und wie gesagt, das sieht man auch, das macht sich komplett belohnt, denn ich mach gleich nochmal Pause, wenn ihr am Ende des Weinkellers ungefähr seid, nämlich genau hier. Oh, so, genau hier, denn der TM ist immer noch hier hinten, ja. Das ist jetzt natürlich ziemlich doof für die CTs, weil ihr jetzt erstmal im Vorteil seid. Und, was ich jetzt echt hervorheben muss, die Idee war halt einfach super, dass du ihn in den Dschungel boostest, weil allein Dschungel unter, oder Dschungel sag ich mal, allein Jungle und, ja, das Sniper-Nest in der Mitte unter Kontrolle zu haben, ist halt schon was wert, wenn du mich Jungle und so up-aimst. Dann kannst du dich um Connector kümmern, du kannst dich drum kümmern, wenn jemand in den Jungle kommt. Du hast da so ein bisschen Kontrolle als T. Und ja, ich soll ja manche Sachen nicht ansprechen, aber du weißt selber gerade, dass da ein bisschen das Fadenkreuz zu niedrig war und so. Aber dazu kommen wir noch. So, du blendest für CT und machst jetzt was ich nicht so intelligent finde, aber das erkläre ich gleich. Stopp. Und zwar, spielst du 2 gegen 2 Situation. Ich verstehe das, wenn man sagt, jo, ich will das jetzt nicht riskieren, dass ich verrecke, vor allem weil mein Mate los. Das kann ich nachvollziehen. Aber du musst wissen, die CTs, wenn die dich, also wenn Dan jetzt rumzieht, dann weiß der, dann ist die Wahrscheinlichkeit, also was heißt das weiß, aber da ist die Wahrscheinlichkeit zu 80%, dass du genau da sitzt, wo du gerade sitzt. Das ist so dieser Arscheck, nennt das nicht jeder umsonst auf Deutsch. Ja, weil es einfach das Arscheck ist. Da sitzen halt richtig viele Leute. Und deswegen hätte ich nach dem Blend wäre Richtung CT gelaufen und hätte da mit einem Überraschungseffekt gerechnet, dass ich halt wirklich mit Prefire irgendwie rumziehe. Man kann ja auch Prefiren, ohne dass man weiß, dass da einer ist, sondern einfach nur rumziehen und wirklich Shots abgeben. Weil du siehst, der Daniel ist, der hättet euch genau unten am CT getroffen. Du hättest wahrscheinlich noch einen Vorteil gehabt und hättest ihn getötet. Weil da musst du ein bisschen risky gehen. Ganz einfach, um den Druck, ja, den Druck von dir runterzunehmen, weil Danion kommt jetzt, ja, wenn Xenon mit deinem Low HP, wenn der stirbt, dann bist du in der Ecke so gut wie geliefert, ja, und deswegen wäre ich an deiner Stelle Richtung CT gerannt, um den CT einen Gegendruck zu geben und ein bisschen Kontrolle zu haben, ein bisschen zu wissen, wo die sind, die CTs, weil alleine Kontrolle zu haben und zu wissen, wo die CTs sind, ist sehr, sehr viel wert, gerade auf Mirage, wirklich, auf der A-Spot, wo halt
Ja, ich kann das schlecht, das ist schwer zu erklären, die Situation. Ich fange noch mal ein bisschen vorne an. Doch, Entschuldigung, ja, es ist ein bisschen schwer zu erklären. Dieses Eck, wo du bist, das ist halt wirklich nahezu immer bekannt. Damit rechne ich mit als erstes, wenn ich eine HE habe, was der TM hat, immer HE hin, ja, oder immer Flash hin. Das sitzt immer irgendwer. Und dementsprechend wäre der Überraschungseffekt, wenn du zur Richtung CT gerannt wärst, viel größer und viel hilfreicher für den Team, als wenn du Def hinten auf dem Spot sitzt und ja, extrem weit von Xeno entfernt bist, weil so habt ihr schwer, also wirklich schwer Kontrolle. Gerade wenn Danion es schaffen sollte, dich zu töten, hat das Xeno schwer, weil du für CT hier geblendet hast, ja. Dementsprechend wäre ich da ein bisschen offensiver gegangen, da war die defensive Haltung nach meiner Meinung nicht gut. Aber das ist auch die Schwierigkeit, die ich nicht in diesem Format wirklich immer erzählen kann. Also ich kann euch erklären, wie hättest du die Situation spielen müssen, etc. Aber Counter-Strike, und das will ich nochmal vorstellen, ist ein pures Erfahrungsspiel. Du kriegst auf die Fresse, ja, du kriegst 50 2 gegen 2 Situationen und nach der 48. Mal weißt du, jetzt soll ich das vielleicht so spielen oder, jetzt soll ich das sowieso spielen, weil manche Situationen sind ähnlich, manche Situationen wiederholen sich und dann checkt man das auch ungefähr. So, ich lass mal weiterlaufen. Übrigens für die Smoke, bitte, bitte nicht nochmal springen. Das Ding ist mich ganz einfach, gerade wo du runtergegangen bist, ist der CT rumgezogen, hat deinen Kopf gesehen, deine Schädeldecke, wie sie wieder nach unten gewandert ist, nachdem du die Smoke geworfen hast. Hättest du sie im Ducken geworfen, hätte es sein können, dass er nicht gewusst hätte, vielleicht mal, wo es kommt und gedacht hätte, boah, die Smoke, die kommt aus, ich sage jetzt mal blöd, aus Action oder so. Weiß man ja nicht. Also, Unterspringen ist riskant, weil mittlerweile sind Hitboxen gefixt. Du hättest in der Luft einen richtig dicken Headshot bekommen können, ja? Also, riskant. Bitte nicht dahinter springen, sondern einfach die Smokes im Stehen werfen. Da, wo du sie landen sollte, wo auch immer, hinten CT, kannst du auch im Stehen werfen. Da musst du dich nicht wirklich in die Luft bewegen und springen. So. Das finde ich jetzt nicht ganz so dumm, aber dass du jetzt den Tower fokust. Entschuldigung, musste mal husten. Das ist ein Tower Fokus, das finde ich gar nicht so schlimm. Aber trotzdem solltest du versuchen, hinten deine Ecke zu bleiben, weil jetzt bist du verdammt offen, ja, für den Bereich hier. Das ist doof, wenn mich der Danion sich dann nach seiner. Ist das eine Flash? Nein, ist eine Smoke wahrscheinlich noch. Vielleicht war ich von der Trajectory hier so abgelenkt. Wenn der mich entscheiden sollte, hier lang zu pushen und das aggressiv zu spielen, weil du im Arscheck ja jetzt bekannt bist, weil er deine Schädeldecke gesehen hat, dann war es das mit der Ecke und Xenon kann zu. Ist die Wahrscheinlichkeit echt niedrig, dass er noch schafft, den Diffuser irgendwie aufzuhalten oder ja, die Runde zu holen, weil er echt low HP hat. Und deswegen bleibt in der Ecke genau so. So, und jetzt muss man wissen, jetzt ist gerade Zeit drauf gegangen, ja. Natürlich macht unser TM genau das, was ich gesagt habe. Immer HE hinten ins Arscheck rein, ja. Aber er geht wieder runter an der Treppe. Das sind 2 Sekunden, die du effektiv am Tower nichts machen kannst. Du kannst ihn nicht erschießen, ja. Er ist weiter hinten. Das heißt, er wird jetzt den Tower nicht sofort runterspringen auf den Spot rennen. Das heißt, er ist passiv und wird nichts machen. Und du hast die Zeit, diese Passivität auszunutzen, um mal zu gucken, hey, was ist eigentlich mit dem CT-Spieler los? Wo ist der eigentlich? Das machst du aber nicht. Du bleibst einfach stehen, tankst die Nade und gibst damit Danion, ja, die Möglichkeit, immer weiter vorzukommen, immer mehr Kontrolle hier über den Spot zu geben, ja, zu geben. Dabei jetzt so diese Passivität von TM, warum er auch mal Trademarks heißt, ja, auszunutzen und mal den CT zu lurken und zu gucken, oder vielleicht hättest du auch dort einen Headshot gedrückt und Danion getötet. Ah, er ist eh low, aber da hättest du vielleicht echt was machen können. Deswegen nutzt das aus, wenn Leute nicht mehr peaken. Das kann man echt ausnutzen, diese paar Sekunden. Gerade wenn du hier nicht relativ offen stehst, sondern wirklich dein Eck hast, wo du halt Tower gucken kannst, und wenn du von Tower gejagt sein willst, nutzt halt hier von Angel diese Kisten, ja. Hättest du echt viel machen können. So, weiterlaufen lassen. Ja, Danion wurde zum Glück von Xeno getötet, der, ich will jetzt nicht fies sein, aber der hat echt gutes Play an den Tag gelegt. Ja, er ist Jungle gewesen und ballert dann hier knallhart über CT und holt ihn sich von hinten. Sagen wir mal so, Xeno hat generell mit seinen Kills die Runde entschieden, aber gerade der Kill gegen Danion hat echt dafür gesorgt, dass die Runde euer wird. Ja, ich lasse weiterlaufen. Du kriegst jetzt auch DM. Du nicht, sondern Xeno, Entschuldigung. Der hat übrigens einen Ace gemacht. Es war seine Runde auf alle Fälle. Ja, es war seine Runde. Du hast dich mit Blenden hochgehauen auf dem Scoreboard. Aber ist nicht schlimm. Ich werde am Ende noch eine Story erzählen, deswegen wird das Video eine halbe Stunde dauern zum Thema,
Blendhuren. Ja, Blendhuren nennen wir die Leute, die sich mit Punkten hochblenden. So, genau. Aber vorher sehen wir uns, ich schweife wieder ab, in Runde 22 die CT-Runde. Ich würde sagen, bis gleich. Willkommen in Runde 22. Genau, das wird eine Buy-Round und du sagst, ey, puh, wie soll ich mich denn auf B positionieren? Ich habe keine Ahnung. Ja, die T ist Russian, was habe ich falsch gemacht? Und deswegen kam ich auch eben in der Mitte, wo TM da hinten ins B-Haus von der Mitte raus reingerusht ist, in der Runde 14. Deswegen kam ich drauf, dass dein Headset vielleicht nicht gut eingestellt ist vom Sound her, weil jetzt ist das eine Sache, die auf puren Sound hinausläuft. Ja, genau. Erstmal dein Positioning, du bist hinter der Bank, das ist, oder Jail, ja, man sagt, deswegen sagt man mal bei Ninjas in Pyjamas Forest in Jail, weil da Forest auch sehr gerne steht. Ich finde die Position nicht gut, weil die Position so ist, wenn die Leute rausrennen aus ihrem Haus, dass da eigentlich immer alle hinprefilen und alle zuerst hingucken mit. Dementsprechend finde ich sie nicht so gut, und hätte mich an deiner Stelle, das ist so, wie ich B-Decke, da darf man sich jetzt auch nicht unbedingt dran halten. Ich spiele da, wo Voidway gerade steht. Ist das Voidway? Da, wo Voidway gerade steht, nämlich hier, von da aus decke ich immer sehr gerne B-Haus und spiele halt wenigstens auf Ansage, ja. Das ist so dieser kleine Aspekt, den man in Counter ganz oft, oder den man ganz oft vergisst. Kontrolle besteht nicht darin, die Leute immer nur zu töten. Kontrolle kann auch bei Counter-Strike bedeuten, dass ihr kontrolliert die T's dafür, dass er als CT dafür sorgt, kontrolliert die T's dahin zu bringen, was sie machen sollen, ja. Und wenn du jetzt sagst, ey, die Russian B, oder da, wo, sagen wir mal, Voidway steht auf, würde hier stehen, auf B kurz, und du würdest da stehen, wo Voidray steht, ja. Ich mache hier ein V hin für Voidray, ja. Da stehst du jetzt, wo Voidray ist. Du guckst, sagen wir mal, du stehst nicht da direkt, wo Voidray steht, sondern hier an dieser Ecke, da stehe ich mir sehr gerne, ja. Du guckst hier oben und siehst halt, wirft halt eine Flash rein, ja, wirft eine Smoke rein, das mache ich immer, also ich werfe mal als erstes, ich komme hier mal aus dem Winter raus, Smoke hier oben, ja, dann flashe ich hier einmal rein. Und wenn ich dann sehe, oder sieht man dann ja, weil die Smoke fadet dann, wenn du sie hier, also wenn du sie wirklich, es ist sehr schwer zu erklären, ne? Wenn du sie wirklich hier hinwirft, dann fadet die Smoke ungefähr so hier, ja? So übertrieben gesagt. Da siehst du halt, wenn die Leute hier an dem Fenster crossen, siehst du das. Dann kannst du dann sagen, ey, die machen B. Und dann mache ich das sehr gerne. Dann fange ich an, weil ich an dieser Ecke bin, hier zu decken, hier, so zu gucken, ja? Ich sag da mein Chordspieler Bescheid, sagt, ey, B-Rush, das wäre jetzt in dem Fall ja Voidray, hat man hier gehabt. Nochmal unseren guten Voidray einzeichnen. Void, los ein V, funktioniert. Danke Zeichenprogramm, das so gut funktioniert in Counter-Strike. Da Void, der hätte mich dann hier alles machen können, ja. Hier diese ganzen Bereiche, wenn Leute aus dem Window springen, während du dich halt um den Van gekümmert hast. Und ihr hättet dadurch, auch wenn ihr verreckt wärt, Zeit rausgeholt, damit eure A-Spieler zu euch rotieren können. So, aber du, offensiver Mensch anscheinend, schießt in der Bench, willst auf alle Fälle Kills ziehen. Warten wir mal ab. Zum Thema Spray hat er gesagt, soll ich nichts sagen. Er weiß selber, dass das Sache ist, die er noch üben muss. Aber, ja, genau. Deswegen werde ich dazu nichts sagen. Er weiß selber, deswegen werde ich da jetzt nicht spezifisch sagen, was er da verbessern sollte. Das ist ein Kill gezogen. Deine Gegner Brain AFK, Danion weiß gar nicht, was abgeht, dreht dir einfach den Rücken zu, ein Free-Kill. Das finde ich ja jetzt noch nicht mal schlecht, dass du hinter ihm hergehst, ihn killen willst, aber du hast hier gehört, hinter dir hat schon irgendeiner auf dich geschossen. Ein paar haben doch aufgepasst, Danion ist nun anscheinend der einzige Brain AFK bei denen. Und er springt jetzt ins Window, während du hinter dieser Ecke bist, ja. Und du weißt, dass wirklich jemand geschossen hat, weißt du, hinter mir sind welche, ja. Du weißt, scheiße. Danion ist erstmal aktuell keine Gefahr für dich. Der Fight mit Xenon, egal wie jetzt ausgeht, ich weiß, dass Xenon stirbt. Ja, ich sag mal Xenon, aber ich weiß, dass Xenon stirbt. Du weißt aber, dass dieser Fight mindestens wieder 2 Sekunden bedeutet, dass 2 Sekunden Danion nichts machen kann, weil er sich mit Xenon beschäftigt. Das bedeutet für dich, scheiße, entweder gehe ich jetzt hin, ja, und pushe der Danion her, was du, oder fokus weiter Danion, was dafür sorgt, dass hinter dir, die T's dich gleich umnieten werden, deswegen sage ich, der ist gerade passiv, der kann dir gerade nichts tun, oder sagst, okay, ich kümmere mich jetzt um die Leute, die restlich auf dem Spot, indem ich halt versuche rauszuziehen, noch präventiv Schaden zu machen, jemanden zu töten, präventiv jemanden umzunieten, ja, oder vielleicht Schaden zu machen, oder du sagst, okay, ich kann auch einfach hinter mir einfach nur flashen, und wenn die weiß sind, rausziehen, das heißt,
An deiner Stelle hätte ich mich jetzt gar nicht um Daniel gekümmert, sondern ich hätte mich um die Leute auf dem Spot gekümmert, indem ich halt entweder flashe oder trotzdem risky auf Aim rausziehe und einen umspraye oder vielleicht wenigstens Schaden mache. Aber nein, du drehst den Rücken zu und traust dich sogar noch nachzuladen und rauszurennen. Also wenn du schon nachlädst, dann bleib doch wenigstens an dieser Wand stehen. Da ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass du lebst, als wenn du rausziehst bei 4 Leuten auf dem B-Spot und dann nachlädst. Bleib bei sowas einfach dann def, wenn du weißt, da sind wirklich welche auf dem Spot und du musst nachladen. Da muss man wirklich risky an dieser Wand stehen bleiben, weil rausziehen, wie du siehst, und wegrennen, nachladen, das klappt nicht. Die Leute warten ja nur darauf, dass du rausziehst. Deswegen hätte ich das da, ich habe dir gerade erklärt, was du da hättest vielleicht auf dem B-Spot ein bisschen anders machen können. Was ich dazu empfehlen kann, um sowas zu üben, ist, dass du Mirage öfter spielst. Such dir am besten 5 Leute, mit denen die A-Sprache immer sauber funktioniert. Und wenn du höhere Ranks hast, deine Freunde sind, sagen wir mal, Global Supreme, die sagen, oh, du bist zu low, dann sag, ey, komm, dann spielen wir halt eine Runde Face It, ja? Und dann versuchst du auf Face It oder ich spiele Sevo oder Ezeer, wenn du für Ezeer Geld bezahlen willst. Aber Face It und Sevo zum Beispiel sind ja kostenlos, dass du sagst, ey, komm, ich spiele Face und versuchen Mirage immer rein zu voten, weil man votet ja die Maps aus. Und dann übst du halt mit denen Mirage, weil dann spielst du mit höheren Ranks und da lernst du auch nochmal was und kannst auch ein bisschen nochmal Absprache lernen. Du willst wissen, wie ich dein Movement finde. Dein Movement an sich geht eigentlich, es wirkt nur nicht so gut, weil dein Aim, aber darauf sollte ich eigentlich nicht eingehen, dein Aim nicht so gut ist, aber Movement ist eine schöne Mischung zwischen dem, wie du dich bewegst und deinem Aim, und so wie du dich bewegst, ist ja nicht wirklich doof, aber wenn du noch dein Aim verbesserst, dann ist es halt viel smoother, dann ist es viel sauberer und dann passt es eigentlich auch auf 100%, weil jetzt ist es noch so ein bisschen, ja, hakelig durch das ganze Aim. Deswegen, ja, wie man es verbessern kann, klar, du hast halt so nicht sagen die ganzen KZ-Maps, aber letztendlich ist das Einzige, was wirklich hilft, ist, dass du, wie ich gerade meinte, die Maps einfach spielst und dich mit den Maps auseinandersetzt, indem du halt, wie gesagt, öfter spielst oder halt climben oder surfen. Das ist auch okay, weil beides sorgt dafür, dass du dich mit der Physik von Kaustack auseinandersetzen musst und mit deiner Maus, ja, wie man die Maus halt passend mit dem Fadenkreuz dazu bewegt, und dann anders kriegst du Movement nicht rein. Ich weiß, KZ-Maps oder Creeds oder Climb, wie man es halt nennen will, sind manchmal sehr, sehr anstrengend, aber da ich das gerne auf dem Teamspeak spiele, mit Leuten, die es auch vorher noch nie gemacht haben, da gibt es ein paar, den sage ich auch mal, ihr müsst die Maps nicht schaffen, ja, ihr müsst die Maps letztendlich nur bis zum Punkt schaffen, wo ihr sagt, okay, jetzt ist mir das zu anstrengend, aber alleine nur ein Viertel der Map sorgt schon dafür, dass ihr ein bisschen mehr Mausgefühl reinbekommen habt, ne, also wenn du da wirklich verzweifelst einstellst, ist nicht schlimm, disconnecte, ist okay, du hast deinen Pensum für heute geschafft, beim nächsten Mal schaffst du gleich den Sprung, so. Ich würde mal sagen, das war's von mir, ich hoffe, ich konnte helfen, weil ich muss jetzt auch mal wieder das Format langsam wieder reinkommen, es ist ja länger her, und ja, ich würde einfach sagen, das war's von mir, ja, haut rein, mein zu T&T Buddies. Obwohl, ich habe was vergessen zu erzählen, ne? Also pass auf, zu diesem Thema Planthuren. Die Planter sind das Wichtigste in Counter-Strike. Das sage ich jetzt nicht nur, weil ich das selber auch immer mache. Denn, und das kann jeder auf diesem Teamspeak mittlerweile bezeugen, ich raste aus, weil immer irgendeiner von uns sagt, oh, ich will die Bombe nicht haben. Ich droppe die Bombe an die Seite und dann lassen die Wichser die Bombe liegen. Dann nimmst du den ganzen A-Spot auf Cash ein und dann lassen die Bombe einfach, liegt die Bombe einfach hinten. Dann müssen wir zurückrennen und verlieren die Runde, weil die CTs die Bombe gecovert haben, ja? Und das ist das Problem. Und wenigstens ich als Plant-Hure nehme die Bombe wenigstens immer mit und sie kommt wenigstens auf den Spot. Deswegen sind solche Leute wichtig, deswegen lass dir nichts anreden, wenn Leute sagen, du hast nur gute Punkte, weil du immer plantest oder diffust. Du bringst wenigstens die Bombe auf den Spot, die anderen werfen die Bomben immer in die Ecke und lassen sie einfach da liegen, ja? Das muss mal gesagt werden. Ich würde nicht mal sagen, das ist für mich, ja? Haut rein, meinst du, T&T Buddies. Alle Bomben sind fürs Bei. Hallo, I'm Krim, and subscribe to Bombas in the future.